Ja, servus Leute, wir sind back. Die nächste Aufnahme von Amnesia. Wir sind heute Part 12 mit am Start. Die Kerze ist auch mit dabei. Verdammt. Und ja, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich noch ganz herzlich den Grüße aus Österreich, Theresa. Alles Liebe. Oh Mann. Ja, wir sind Mäuse. Was geht's? Ja, genau. Ich hatte einen Plan, weil wir waren ja letzte Folge, sind wir nicht ganz weitergekommen. Und ich hatte den Plan, dass er ja in einer so Zwischensequenz hat ja einer gesagt, dass unter dem Bett, sie haben irgendwie über so ein Loch zum Bett geschoben. Stimmt. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir einen Geheimgang finden können, um den nächsten Raum zu erklimmen. Und ich hoffe, es kommt jetzt nicht gleich wieder irgendein Glöckner. Genau, die Uhr ist auch gestoppt. Los geht's. Was ist denn das hier eigentlich? Wir sind ja in so einer Art Gefängnistrakt, oder? Da ja. Zellen überall. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen Öl gattern. Schade. Ist leer. Das ist auch schon heiter, da sind Totenschäden. Ja, schau einfach mal in jede Zelle rein, oder? Ja. Kacke Lage am Boden. Wir müssen ja irgendwas machen, weil wir haben ja echt keine Ahnung, was wir wirklich machen sollen. Ja, eben. Und ich hoffe, es kommt kein Glöckner, weil sonst da bin ich wirklich unter Schreis. Ja, also es gibt echt mehrere Glöckner. Also nicht nur einen haben wir letztes Geschehen gesehen schon. Ja. Das Spiel wird aber schlimmer. Ja, genau. Und bei uns schneit es gerade draußen, kann man mal erwähnen. Ja. Also ich spiele jetzt heute mal nicht so ganz im Dunkeln, weil dann verrecken wir noch und dann machen wir aus. Und da, das da schaut doch mystisch aus, könnte das doch sein. Tatsächlich, oder? Geil! Okay, das Loch ist zu schmal, um hindurch zu schlüpfen. Wusste ich's doch. Vielleicht können wir es irgendwie erweitern mit Hammer und Meißel. Haben wir noch? Ach stimmt, sehr schön, ich hab's vergessen. Ja, hier. Hammer und Meißel, los geht's, ja. In der Tat. Stimmt halt echt. Oh Mann, ich will eigentlich da gar nicht... Ja, also das Spiel hat es ja letztes Mal relativ geschafft, deswegen haben wir doch da der 11. Folge aufgehört, ja, ne? Also ihr relativ viel gezockt. Wir haben entlang gezockt an sich. Letzte Woche war das. Das war dann Freitag. Mhm. Heute ist Samstag. Ja, und die Hälfte sollten wir jetzt dann eigentlich auch schon haben. Ja. Wo bin ich hier? Was ist denn das hier bitte? Oh, nee. Schmale Tunnel des Todes. Vielleicht musst du jetzt kriechen oder so. Am besten ohne Licht, ist noch ein bisschen mystischer. Alter, das Spiel ist schlimm. Links oder rechts, das ist hier die Frage. Rechts, das Alter, ich hätte, wenn ich das in echt machen würde, ich hätte so Angst, dass ich jeden Moment eingeschlossen werde. Ja, das ist egal gemacht, weiß ich. Oder? Ich schau nochmal an die andere Seite, oder? Nur zur Vollständigkeit. Vielleicht ist es ja dasselbe, aber wollen ja doch mal alles sehen. Hier gibt es auch einen Geheimweg. Ja. Einen geheimen Raum mit einer geheimen Truhe mit Zunderbüchsen oder einfach nur. Sag, ich wusste, rechts ist immer der richtige Weg. Rechts ist richtig. Nein. Ich wette, da steht es gleich wieder ein Glöckner, aber da haben wir noch nichts erleuchtet. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, kaum noch eine Zunderbüchse. Das ist ziemlich wenig. Ich meine, wir hatten mal irgendwie so 35 oder so. Ja. Ja, und dann. Jetzt haben wir alles da im Lagerraum, glaube ich, verbraucht. Weil die. War, was eigentlich auch unnötig war, weil wir wurden eh eigentlich fast geschnappt. Gut, dass wir das jetzt so schnell gefunden eigentlich haben. Mit dem Bett. Wie kriege ich das jetzt hier weg? Ah, okay, hier. Das muss, glaube ich, wegschieben oder so. Gab's ja auch mal. Oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Ich muss so gedruckt drüber kriechen oder so, ich geb's mir. Nee. Ah, okay. Erst den einen Stein, dann den anderen. Was denn sonst? Ja. Ach komm schon, was ist denn das hier? Sehr gut, da ist wieder so ein gammeliger Teppich. Kennt man ja. Ach nee, oder? Sind die auf der anderen Seite, oder? Oder waren wir schon mal? Nee, wir waren hier noch nicht. Warum ist da denn die Fackel? Was steht auf dem Schild da drauf? Lagerraum? Hä, hey, geil, da waren. Ach, vielleicht gehst du wieder zu deiner Tür da, oder? Da war ja mal eine Tür, die wir nicht geöffnet haben. Stimmt. Ich komme ja doch wieder zurück. Kann man nicht unbedingt den Brunnen anschauen, Mann? Unbedingt, oder? Stimmt, ja. Der war ja auch mal. Gott, ich könnte jeden Moment der Glöckner wieder auftauchen. Ich habe also auch schon keine Lust mehr irgendwie. Falls ihr nicht wisst, wer der Glöckner ist, schaut euch die letzten Folge an. Alter. Dieses Spiel, das schafft mich echt schon wieder. Wir sind hier Akt 3 oder so. Oder was mit 3? Küche. Küche, egal, gehen wir in die Küche. Oder erstmal in den Lagerraum. Oh nee. Nee, oder? Okay, wir haben keine Laterne mehr. Und nur noch eine Zunderbüchse. Oder haben wir denn noch die eine Zunderbüchse? Ja. Ich geh mal dahinter. Ach ja, das ist der Glöck, unser guter Gesell. Ja, wieso kann ich nicht gehen? Ich kann nicht laufen, weil der geistige am Arsch ist. Gott, es ist kalt plötzlich. Mann, eigentlich ist es hier voll heiß in dem Raum, aber ich it's for his own good. Ja. Ja, man sieht halt ziemlich wenig, wir sehen auch nichts.
gedacht habe. Dieses Spiel. Leute, dieses Spiel. You can't go outside. It's too dangerous. Dangerous. I'm telling Gabriel. I doubt that very much. Soon it will be ready. Let there be enough time. Hast du eigentlich noch Öl? Ich sehe gar nichts. Hast du noch Öl? Nee. Oh Mann, das ist gerade echt bitter. Wir gehen eigentlich nur ziellos irgendwo rum. Ist das die Tür vom Lagerraum? Sein, ne? Zunder, ja, eine Zunderbüchse. Ja, was ist das für ein Gitter? Kann man nicht durch das Gitter, ne? Ich kann man nicht von der Seite öffnen. Ah, das ist jetzt, wir sind jetzt auf der anderen Seite praktisch, oder? Ah, ja, klar. Was man in den Kisten, da kann man die irgendwie wegbewegen oder so. Ist da noch irgendwas dahinter? Ich finde das echt gar nicht lustig ohne Laterne. Das ist gerade schon wieder so schlimm, ey. Das ist, die Musik ist jetzt das Schlimmste. Vor allem, ich habe ja keine Laterne, das ist stockdunkel. Ja, das ist schon ein bisschen. Alter! Kannst dich auch nicht verstecken, oder? Ne, ich glaube nicht, dass der kommt. Kannst du einen Versuch wagen? Versuchen wir erstmal alles zu erkunden und dann schon mal weiter, oder? Was da hinten links noch so ein Geröll, kannst du wegschieben? Ne, kannst du nicht. Gott, man sieht halt echt gar nichts, Mann. Ich geh jetzt mal ein bisschen geduckt, weil ohne Laterne da will ich nichts riskieren halt. Ja, man muss ja schon vorsichtig sein. Alter, wie du mich umblickst, hab ich wieder Angst. Oh, Alter, solche. Was ist hier denn? Oh, eine Zunderbüchse. Ist doch geil, dass die man so ein bisschen verleuchten sind. Okay. Das ist ein Versuch wert. Vielleicht müssen wir doch weiter. Müssen wir dahinter oder waren wir da auch schon mal? Wahrscheinlich nicht, oder? Da waren wir doch nicht, ne? Also das Schloss lässt sich nicht aufbrechen, man muss etwas anderes versuchen statt einfach. Man muss das dagegen werfen wahrscheinlich. Da stand dort drauf, ist nicht genug beschädigt, stand dort. Okay. Ja, kannst du mal so eine Kiste holen, oder? Ich denke, du kannst schon ein bisschen rein. Waren hier Seitengänge? Nee. Nicht, oder? Weil der war da irgendwie auch. Ach, der ist zurückgegangen. Ich hol dir mal so ein Fass oder so. Was? Fass? Ja, achso, ja klar. Also ich sehe ja nichts. Alter, das ist schlimm, Mann. Das ist keiner! Ja, wir sind gerade auch ein bisschen still, weil. Es geht schon wieder voll los hier, neue Aufnahme. Vor allem, ich habe mir so gedacht, so, ja komm, die erste Folge ist für sich hier wieder ganz nett, aber. Ja. Das ist alles andere als nett. Ja, da geht auch schöne Sonnenstrahl, ich will eigentlich schon. In die frische Luft. Aber wir sind ja auch irgendwie ziemlich weit im Untergrund. Mhm. Hat man dann der Aufzugfahrt gesehen. Also, vielleicht können wir auch mal sagen, wir machen dann jetzt auch Anna, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das wird dann auch draußen sein. Also. Das ist nicht so groß, ich will nach rechts muss man. Ja. Also, das ist, da kann man auch rausgehen. Zumindest manchmal. Toll. Toll. Das hat jetzt gelohnt. Ja, anscheinend muss man dann doch irgendwie andere Geschütze. Andere Geschütze auffahren. Also ich finde dieses Gefängnis finde ich hier nicht so nice irgendwie. Nee. Das macht mich irgendwie total fertig. So eine Art Kerker, Alter. Das ist ja Blackscreen gerade fast. Ja, ihr werdet wahrscheinlich jetzt noch weniger sehen, weil es ja nicht komplett HD ist. Ein bisschen blöd gerade. Aber wir können ja nichts dafür, das ist ja der Sinn von dem Spiel, dass man so richtig Angst bekommt. Alter. Also Angst ist schon mal solid dabei. Alter. Weißt du euch, wo du hingehst, oder? Keine Ahnung. Was ist da links? Nein, ganz zu zählen. Ja, freut sich schon wieder, wenn er... Alter. Nee. Nee. Der Maus da unten. Gut gemacht irgendwie. Ah, heiliger, heiliger Stoff. Ja, muss rein. Meine Zähne zittern irgendwie gerade voll, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Andere Zelle auch noch. Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. What? I mean, why? What do you deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Nee, what is that? Ja, dieses Spiel. Feuer. Also das ist ganz ehrlich nicht für Leute, die irgendwie Herzprobleme haben oder so. Nee, nee. Herzkasperl ist auch. War da noch irgendwas drin von vorhin? Nee, da war nichts. Hab ich schon angeschaut. Eine Kerze. Wenn du gute Moves dazu gemacht hast, hab ich mir das alles schon. Ja, das ist gut. Da sind wir auch gerade hergekommen, oder? Echt? Oder auch nicht, keine Ahnung. Das möchte ich bezweifeln, dass wir hierher gekommen sind. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich mach mal die Laterne aus, weil gerade eben geht's. Ja,
Weil wir haben jetzt auch wieder ein paar Zunderbüchsen. Wir hätten nicht so viele Zunderbüchsen verbrauchen sollen. Ja, stimmt echt. Waren wir da schon? Da kommen wir, glaube ich, her, aber wir müssen ja zurück, oder? Ja, du musst da schon hin, denke ich. Alter, lass das, Mann. Das hat mich gerade auch schon wieder gerissen. Ich hab's so gemacht. Ja, unterm Tisch! Ja, ich weiß. Hier waren die noch nicht, oder? Keine Ahnung. Ich hab gar keine Orientierung. Der Raum ist auch schön. Mach mal Laterne. Oh. Ein Zettel. Eine Erinnerung. Brennenburg. 1 von 3. Das ist immer schön, wenn das letzte Wort tot ist. Da freut man sich auch wieder gleich, oder? Irgendwas tot. Andere Zelle, was war denn? Hier kommen wir her, oder? Ne, da kommen wir nicht her. Was war denn? Hey, andere Zelle? Was denn? Nein, hier wollte ich nicht. Ah! Weg! Auf geht's! Ah! Oh, fuck. Wieso schreckst du mich echt nie? Ich bin erschrocken, innerlich! Wenn ich mich so gemacht! Leute, Leute, dieses Spiel. Ja, ja, das gehört dazu. Schau mal nach links. Ich geh's. Mal, ah! Komm schon, auf das damit, hör auf damit! Das macht dich selber lebensfertig immer. Ja, ich lass sein. Gott. Also, das Spiel wird echt krass. Was sagt ihr gleich immer? Müsst ihr mich mal umblicken? Weil das sind ja mehrere auch. Könnte ja überall sein. Ach nee. Ich denke mal, das war schon richtig da, wo du gewesen bist. Du musst schon wieder hin. Ja, ich glaube auch. In diesen Raum da. Ja, rechts kannst du auch runter. Da war gerade so ein Treppenhaus oder so. Müssen wir gleich auch mal hin. Oder? Ja. Wahrscheinlich müssen wir auch irgendwann wieder zurück in die Oberfläche, denke ich jetzt mal. Oder? Ja. Ich gehe jetzt echt mal ein bisschen geduckt. Oh. Alter, ich will nicht. Der Glöckner, Mann. Man muss hier schon taktisch auch so ein bisschen... Aber versuch nicht so viel die Laternen zu benutzen, weil... Alter, der ist da immer noch. Ich gehe da nicht mehr hin. Wir können nicht hin, meine ich. Wir müssen ein bisschen Laternen anmachen, glaube ich. Lichter, meinst du? Ja. Wahrscheinlich besser hier, oder? Irgendwo. Ja, da ist gerade das Telefon. Ist das? Müssen wir jetzt. Das Telefon, Leute. Ist ja nicht so laut. Mal hier an, oder? Wenn man den Sauna nicht dessen hört, dann... Ist das nicht so laut? Ah! Wenn man diese Lautstärke, das verstört ja doch voll. Alter, der folgt mir, Mann! Hast du gesehen? Läuft mir hinterher! Mach mal echt noch mal so ein paar Laternen an. Hier waren wir schon dann drauf, ja. Muss nach rechts gegangen, jetzt kannst du noch nichts abhauen. Du musst schnell sein. Schau mal kurz nach rechts, ich will das wissen. Yeah. Also, der kann sich echt in die Tore porten. Ja. Jetzt geh nochmal dahin, wo du vorhin nicht hingehen konntest. Cuisine, steht da gerade Cuisine. La Cuisine, die Küche. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Da ist gar keine Tür. Ja, die Tür hat er eingerissen, gell? Ja. Oh man, kann man da die Brocken auch nicht. Ja, Mann. Ich freue mich echt über jedes Öl. Weil gerade ist die Laterne eh ausgegangen, ja. Ja, ist hier sonst nichts mehr. Denn immer? Schau mal, wie noch was ist. Geh nochmal zurück in den Raum, oder? Ja. Ich glaube, hier ist nichts, aber auf der anderen Seite. Aber noch irgendwas rechts unten. Zunderbus. Ja, klar. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen sparen wieder, gell? Ja, schon. Es war unnötig, dass wir... Aber dann auch irgendwie die Steine wegräumen. Eimer? Nee. Nee. Kannst du den in Eimer? Aber das war, glaube ich, nichts Besonderes. Ich will hier bleiben. Wann bist du denn wieder dran? Ja, warte. Ja, auch gleich. Letzte Minute. Und wir können mal. Erste Folge machen wir mal ein bisschen Überlänge. Zählen wir gleich 4. Waren wir auch schon mal, oder? Lagerraum können wir nicht hin, gell? Dann geh ich mal hier lang. Da waren wir auch schon. Egal. Hier, ja, ist eine schöne Sache. Ich will hier echt nicht mehr zurück, halt. Was denn da rechts? Hier, da kommen wir her. Okay, gehen wir nach links nochmal. Das ist der Lagerraum. Da geht es nicht weiter, da geht schon noch nach. Ich hab's wieder vergessen. Was war denn das hier? Da war der zweite Glöckner auch. Geht's auch?
Ne, hier waren die noch nicht. Nee. Aber Lagerraum ist ein anderer Lagerraum, oder? Ja, mal Öl. Oder doch kein Öl. Glas. Ja, da war noch irgendwas anderes. Ich glaub, ja, warte mal so. Kurz. Ja, Mann, schön. Alter, richtig nice. Wie viel Erz haben schon wieder 19 da wechseln schon? Mhm. Ein Glas. Da war noch, glaube ich, irgendwo aus oben. Kann man die irgendwie nehmen, die Sachen, ne? Die da. Die Chemikalien oder so. Nee, das ist nur so. Okay. Mal wieder Mehl. Der Raum war echt ganz gut, gell? Alter. Alter, was war das? Ich dachte gerade schon, dieser Mehl. Soll man irgendwie das Zeug noch so rumstellen, damit du vielleicht hinter den Fässern oder so? Weil ihr müsst jetzt echt auf jede Sache echt achten. Jeder Zünderbüchse ist viel wert inzwischen. Oder? Ja. Aber das nicht. Ich hab am Anfang vom Let's Play habe ich gesagt, irgendwann gibt es sicher nicht mehr so viele Zünderbüchse. Ja. Was ja auch irgendwie. Was ja auch irgendwie stimmt. Was ist denn da am Boden? Da war schon wieder irgendwas. Das da? Ja. So zerstückelte Hände. Hm. Ja, ihr könnt jetzt mal auf die blicken und die Aufnahme beenden. Ja. Das ist ja ein schönes Bild, das da will man gerne drauf schauen. Ja, so nächstes Mal ist dann wieder der Roggenbrotanzug. Genau, Folge 12 war mal wieder eine schöne Folge. Ja, muss ich auch sagen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ja, Servus. Sehr viele Glöckner dieses Mal vorgekommen. Servus. Ciao.